Die 36 Bischofskonferenzen und die zwei orientalischen katholischen Kirchen, die auf dem afrikanischen Kontinent präsent sind, treffen sich vom 4. bis 25. Oktober 2009 zur Synode im Vatikan. Sie werden über das Thema die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt reflektieren. Papst Benedikt XVI., der die Synode zusammengerufen hat, unterstrich die Wichtigkeit eines solchen Ereignisses für das Leben des Kontinents und für die universale Kirche während der Übergabe des Instrumentum Laboris in Yaoundé in Kamerun am 19. März dieses Jahres. Bei dieser Gelegenheit drückte er seine Wünsche und seine Hoffnungen hinsichtlich dieser Themen aus. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass die Arbeiten der synodalen Versammlung dazu beitragen, die Hoffnung für euer Volk und für das Innere des Kontinents wachsen zu lassen, dass sie dazu beitragen, allen in eurer lokalen Kirche neuen evangelischen und missionarischen Elan einzuflößen, im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens, gemäß dem Programm, das der Herr selbst uns gegeben hat. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Der Papst unterstrich an anderer Stelle die Evidenz der Kontinuität zwischen dieser Synode und denen, die ihr vorausgingen. Er erinnerte an die erste Spezialsynode für Afrika bei der Bischofssynode vom 10. April bis 8. Mai 1995 im Vatikan. Bei dieser Gelegenheit hatten die Bischöfe über das Thema die Kirche in Afrika und ihre Mission der Evangelisierung für das Jahr 2000. Ihr werdet meine Zeugen sein, reflektiert. Papst Johannes Paul II. Publizierte anschließend sein apostolisches postsynodales Schreiben Kirche in Afrika. Die Schuhe vos, Marcas Profundas.